Jetzt kommen wir zu Top 15, Top 16. Analyse und Strategien haben wir schon? Entschuldigung, Top 16, Analyse und Strategien, Vortrag und Diskussion. Da darf ich den oder die Betreffenden, das ist der Ron, federführend, der kommt gerade schon, wie ich sehe. Das ist Ron. Hallo? Hallo Piraten. Bevor wir hier jetzt in die Diskussion einsteigen, habe ich noch ein Grußwort von unseren Nordrhein-Westfalen. Das Grußwort kommt vom Landesvorsitzenden der nordrhein-westfälischen Piraten. Wir wünschen dem Landesverband und neuen Vorstand Bayern ein gutes Gelingen in all seinen Zielen und in der politischen Arbeit. Gemeinsam sind wir stark. Wir halten in guten wie in schlechten Zeiten zusammen. Piraten werden gebraucht, vereint, laut, kritisch, bissig und visionär. An dieser Stelle also danke an Patrick Schiffer und wir steigen auch direkt ein in den Tagesordnungspunkt. Dieser Tagesordnungspunkt sieht vor, dass wir euch ein bisschen heiß machen. Ein bisschen heiß in dem Sinne, dass der Parteitag nicht nur Formalia beschließt und die Richtung vorgibt für die nächsten Monate, sondern dass wir auch ein bisschen diskutieren. Diskutieren im besten Sinne des Wortes. Worum es an dieser Stelle geht, ist mit dem Schlagwort der politischen Strategie durchaus mal völlig global beschrieben. Was wir gerne machen würden, ist einfach nur euch auf Gedanken zu bringen, euch anzustoßen, selbst vielleicht sogar aktiv zu werden. Es geht jetzt hier darum, dass drei Piraten, nämlich Ron, Thomas und Klaus, etwas vorstellen. Und zu dieser Vorstellung gehört, dass sie sich viele Gedanken gemacht haben. Wo stehen zum Beispiel die Piraten? Wofür stehen die Piraten? Was ist der Markenkern der Piraten? Bevor Sie anfangen, darf ich noch ein paar Worte sagen. Wenn von politischer Strategie die Rede ist und wir heute kurz mal anreißen, worum es uns geht, dann soll das hier auf keinen Fall weder ein politisches Seminar werden, noch wollen wir über Sozialpsychologie sprechen, sondern erstmal anreißen, wohin die Reise gehen könnte. Anreißen deswegen, weil gemeinhin mit Strategie das große Vorbild von Clausewitz gedanklich mitschwingt. Von Clausewitz war ein Stratege und Militär und hat für seine Zeit Wichtiges erarbeitet und erdacht. Die Schwierigkeit, die man hat, wenn man im politischen Raum mit den Theorien eines Militärs vorgehen möchte, ist, dass Politik, wie ich es an anderer Stelle schon gesagt habe, mehrdimensional ist. Wir haben es mit verschiedenen Akteuren zu tun, mit verschiedenen Arenen und einem komplett anderen Publikum. Da geht es nicht darum, dass man sich reduzieren lässt auf ein Schachbrett mit zwei Spielern und einer eingeschränkten Zahl von Figuren, die je nachdem, wie man zieht, eventuell fallen oder andere in Schwierigkeiten bringen, sondern mit der Strategie, die wir heute hier anreißen, geht es darum, im politischen Raum zu wirken. Und wenn man sich ein bisschen damit befasst, gibt es sowas überhaupt? Wie funktioniert sowas? Wie kann sowas funktionieren?
ohne in den Modus zu verfallen, den wir eben schon angesprochen haben, der Planung und der Planungssicherheit von Projekten, dann wird man schnell feststellen, selbst die Politikwissenschaft hat es bis vor 5 Jahren nicht auf die Reihe gekriegt, politisch, strategisch zu denken und zu planen. Das ist ein Phänomen, mit dem sich jetzt die Akademiker auseinandersetzen können. Es gibt zumindest 2 Professoren, muss ich gestehen, die sich im Springer Verlag erscheinend damit befasst haben und ein dickleibiges Buch veröffentlicht haben, wie man in der Demokratie politisch, strategisch vorgeht. Natürlich haben sie auch Ansätze von Clausewitz verwendet, haben diese aber zum Teil auch stark verworfen. Siehe meine Rede von eben. Was gehört jetzt eigentlich für Sie in der Essenz, mir geht es ja nicht hier um einen Vortrag, in der Essenz für Sie, das ist nämlich Raschke und Tilz, bei der politischen Strategie? Da kann man sich quasi einen Satz merken und aus dem leitet sich alles ab. Politische Strategie sind Ziel, Mittel, Umweltkalkulationen. Okay, sind 4 Worte, aber mit diesen 4 Worten könnt ihr eigentlich alles erklären. Was meinen die mit Ziel? Wenn man sich ein Ziel setzt, macht man seine Handlungen im engeren Sinne operationalisierbar. Man kann zum Beispiel Milestones oder dergleichen einbauen. Was will ich denn auf dem Weg dahin als Etappe definieren? Also wenn ich mir das Wort Ziel merke, dann habe ich schon mal eine Komponente der politischen Strategie. Was meinen Sie mit Mitteln? Nun ganz einfach. Ich muss kalkulieren können oder voraussetzen, ich brauche zum Beispiel Geld, ich brauche Aufwand, ich habe Aufwände, vielleicht brauche ich Mitstreiter. Da sind wir bei den Kampagnen, das Thema hatten wir beispielsweise bei der letzten Presseschulung. Ich muss also sehen, welche Mittel stehen mir zur Verfügung. Das wäre die 2. Komponente. Die 3. Komponente, das ist die Umwelt. Hier ist also Umwelt nicht gedacht als, wie stehe ich im Raum. Also es geht jetzt hier nicht um Raumwissenschaft, also die Geografie, sondern um die Umwelt, wie wir miteinander umgehen, um den Kontext der ganzen Geschichte. Wenn ich gleich etwas zum Kontext sage, wird euch klar, warum politische Strategie kein Rezeptwissen ist. Und warum wir als Piraten beispielsweise eine Strategie, die für die CSU, für die Grünen, für die SPD, für welche Partei auch immer ihr euch ausdenkt, relevant ist und vielleicht zum Erfolg führt, für die Piraten aber Humbug sein mag. Also der Kontext ist wichtig. Und als 4. Komponente hatte ich ja genannt, die Kalkulation. Und hier kommt wieder dieser Aspekt der Planung mit hinein. Was hier speziell mit Kalkulation gemeint ist, ist die sogenannte Vorteilsberechnung. Wir haben am Anfang das Ziel, wir gucken uns an, welche Mittel uns zur Verfügung stehen und in welchem Kontext wir agieren. Wozu machen wir das Ganze? Wir wollen einen Vorteil erzielen. Es geht uns ja nicht darum, am Ende dazustehen und keiner wählt uns. Der Vorteil in diesem Sinne wäre also, als Ziel zu setzen, in die Parlamente zu kommen. Ich denke, mit dieser Definition und diesen 4 Worten ist eigentlich vieles schon erklärt, was zur politischen Strategie gehört. Was noch nicht explizit drin mitschwingt, ist natürlich der Kontext der Demokratie. Aber das ist etwas, was wir durchaus noch mit hineinbringen und was auch gleich angesprochen werden kann. Festzuhalten bleibt, politische Strategie erfordert Mut zur Interpretation.
Wir haben hier beispielsweise Satzungsänderungsanträge, andere Anträge gehört, die sehr ins Detail gehen. Bei der politischen Strategie geht es nicht darum, bis ins kleinste Detail vorauszuplanen, also in die Zukunft zu schauen und die Glaskugel einzusetzen, sondern tatsächlich Komplexität zu reduzieren. Will heißen, ich weiß, wenn ich als politisch strategischer denkender Mensch an eine Sache herangehe, kann ich nicht jede Einzelheit wirklich festhalten. Ich muss abstrahieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, es ist also kein Rezeptwissen. Wir können nichts einfach von einer anderen Partei übernehmen. Als Ergebnis haben wir aber erstmal für die politische Strategie an und für sich eine Strukturierung, einen Weg, eine Möglichkeit, immer bezogen auf den einzelnen Kontext. Warum habe ich euch das jetzt erzählt? Strategie ist aus meiner Sicht eine Grunderwartung an politische Akteure. Wenn wir nicht auch strategisch denken und handeln, hat zum Beispiel ein Infostand auf der Straße für sich alleine überhaupt keinen Nährwert. Wenn wir das nicht in den Kontext stellen, warum wir beispielsweise ein Energiekonzept brauchen oder nicht brauchen, hat es überhaupt keinen Nährwert zu sagen, ich lehne das ab oder ich befürworte das. Es muss argumentiert werden, es muss erklärt werden. Und im Endeffekt, wenn wir wissen, worum es geht, können wir das auch anderen Leuten erklären. Deshalb ist politische Strategie nichts für Ungeduldige. Wir werden also nicht hier heute Abend die politische Strategie für die Weltrevolution oder die Umweltveränderung innerhalb der nächsten 25 Jahre machen. Wir können auch nicht den Klimawandel jetzt politisch-strategisch angehen. Das ist überhaupt nicht der Sinn dieser kleinen Vorführung gleich. Was hier also nur vorgebracht werden soll, ist, auch im Sinne der Kampagnenführung, wir brauchen irgendein Konzept, das wir gemeinsam im Diskurs erarbeiten, wohin wir in den nächsten 2 bis 4 Jahren wollen. Ohne dieses Konzept, ohne diesen Rückhalt, ist vieles nicht machbar und denkbar und umsetzbar. Jede Kampagne beispielsweise, die sich aus der Strategie ableitet, ist quasi aufgehängt an der Strategie, ist argumentierbar, ist für uns verständlich machbar. Bei Kampagnen beispielsweise ist es wichtig, sie müssen einen klaren Zweck erfüllen und ein konkretes Ziel haben. Den Zweck erfüllen sie dann und das Ziel wird dann erreicht, wenn sie natürlich mit der Strategie verbunden sind. Welche Fragen werden wir jetzt stellen? Wir werden die Frage stellen, worin besteht eigentlich der Markenkern der Piratenpartei? Ich weiß, es gibt einige Anhänger, die sagen, weder politische Kommunikation noch Politik an und für sich ist mit irgendetwas, was mit Marketing zu tun hat, vergleichbar. Ich gehöre dazu. Marketing ist ein anderer Aspekt der Lebenswirklichkeit. Wir verkaufen keine Produkte. Wir vermitteln Ideen und nutzen die Demokratie aus, um sie zu popularisieren. Dennoch müssen wir uns darüber klar sein, wo steht die Piratenpartei? Und Klaus wird gleich anfangen und sagen, welche Fragen er daran stellt. Ich danke euch zunächst einmal bis zu diesem Punkt für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, aus dem, was gleich vorgetragen wird, ergibt sich eine Menge Ansatz oder ihr seid auch bereit, in den nächsten Tagen euch Gedanken darüber zu machen, was das hier eigentlich sollte. Einen Termin darf ich euch an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Das ist die konstituierende Sitzung des Landesvorstandes kommenden Donnerstag, das ist der 18. September. Nach der konstituierenden Sitzung im Mambel wird es die Möglichkeit geben, dass jeder, jede, die an politischer Strategie interessiert sind, noch da bleiben im Mambel
und dass wir dann einen Termin abmachen, wann wir uns treffen. Denn alleine nur die digitalen Medien hierfür zu benutzen, ist zu wenig. Wir müssen das Live-Treffen haben. Jetzt habe ich genug geredet. Klaus, du hast zwar da ein Mikro, aber ich gebe dir dieses hier. Ich danke euch. Okay, bevor es jetzt weitergeht, Dankeschön dafür. Bevor der Klaus loslegt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Benni und die Orga und der KV, der hier wunderbar für uns das alles geregelt hat, gerne Hilfe beim Abbau hätte, damit wir Hand in Hand gemeinsam schnell alles abbauen können. Und das möchte ich gerne machen, bevor wir noch zu den Schlussworten kommen. Das heißt also, wer die Zeit hat, möchte sie sich bitte auch nehmen und beim Abbau helfen. Dankeschön dafür, der Benni wird es zu schätzen wissen. Und nun Klaus, leg los. Ja, hallo, also Olaf hat ja schon ein paar einleitende Worte gesagt. Wir haben, glaube ich, auch ein Problem in der strategischen Vermittlung. Ja? Was ist diese Partei? Und ich... Achso, ja, jetzt geht's, danke. Gut, Olaf hat ja schon ein paar einleitende Worte gesagt und ich möchte jetzt nochmal was aufgreifen und zwar, ich bezeichne das mal mit Markenkern. Ja? Also das heißt... Was ist so ein Markenkern? Ein Markenkern ist was, was von euch ganz einfach erfasst werden kann. Ich gebe euch hier mal ein paar Beispiele, versucht mal Antworten zu finden, brüllt die Antworten rein oder geht ins Mikrofon. Also wem wählt ihr, wenn ihr was für die Umwelt tun wollt? Welche Partei würdet ihr wählen? Ja. Grün, okay. Wem wählt ihr, wenn ihr was für die Armen tun wollt? Welche Partei würdet ihr da am ersten assoziieren? Nein, müsst ihr nicht, ihr könnt auch was anderes sagen. SED, gut. Dann machen wir was anderes. Ja? Und dann wird es euch deutlich, wem wählt ihr, wenn alles so bleiben soll, wie es ist? Okay, gut. Also wir haben hier eigentlich klassische Identifikationsbilder. Und ich möchte jetzt einfach mal die Frage stellen. Wie identifizieren wir Piraten einfach? Das ist was, was wir finden müssen. Das ist was, was wir nach außen tragen müssen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten dazu. Bürger müssen ganz kurz oder Wähler müssen ganz kurz erfassen können, was verbirgt sich hinter dieser Partei. Ja? Also der Sozialliberalbeschluss war sicherlich hilfreich dahingehend auf dem Weg. Aber wir müssen jetzt fängt es an, die Debatte zu machen, was steckt hinter dem Sozialliberalismus der bayerischen Piraten? So, das nächste ist, was so Parteien haben, es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt dieses Sinus-Institut in Deutschland und dieses Sinus-Institut teilt mal so die deutsche Bevölkerung in Milieus auf. Und das Ganze nennt man Sinus-Milieus. Ich hoffe, seht ihr das auf der Folie, ja, ne? Nicht? Überhaupt nicht? Ja, es gibt unterschiedliche Milieus, ich lese mal ein paar vor. Es gibt konservativ Etablierte, ich weiß nicht, ob sich die mit unserem Programm identifizieren können. Es gibt Traditionelle, ich weiß nicht, ob sich die mit unserem Programm identifizieren können. Es gibt die bürgerliche Mitte, ich weiß nicht, ob sich die mit dem Programm identifizieren können. Aber grundsätzlich sehe ich das so, dass alles, was Mitte, ja, und auf dieser Grafik nach rechts tendiert, wobei rechts nicht die politische Richtung ist, dass das alles Zielgruppen sind, die sich mit unserem Parteiprogramm gefühlsmäßig, wir haben noch keinen Datensatz vorliegen, werden wir aber schauen, dass wir da vielleicht noch ein paar Schlüsse machen können in den nächsten Wochen, die sich damit identifizieren können. Und das heißt, wir müssen uns überlegen, wie sprechen wir diese unterschiedlichen Milieus an? Das haben wir noch nicht gemacht. Das wird oft an Personen gebunden. Ich sage das immer, ja, eine Katja Kipping ist was anderes als eine Sarah Wagenknecht. Ja, die sprechen ganz andere Milieus innerhalb der Gruppe der linken Wähler an, auch mit einer unterschiedlichen Rhetorik. Das ist auch noch was, wo wir Erfahrungen finden müssen, wo wir Erfahrungen brauchen, wozu wir uns Gedanken machen müssen. Und wie schon gesagt, es gibt nicht die Bevölkerung, es gibt nicht den Wähler, sondern es gibt Milieus
Und diese Milieus, die haben alle unterschiedliche Vorlieben. Und da müssen wir schauen, dass wir vielleicht in Zukunft mit unserer Politik durch eine vernünftige Kommunikation unseren Platz finden können. Das war es von mir gewesen. Dirk, du hast eine Frage? Nicht. Das war es von mir gewesen. Danke euch fürs Zuhören. Und jetzt kommt Ron, glaube ich. Der wollt euch noch ein bisschen konkreter machen. Moment, die müssen sich noch umstecken. Ich könnte jetzt ein paar Witze erzählen. Aber ich glaube, das geht schneller als bei mir. So. Okay, haben wir es. Bitte. Ja, bevor wir uns überhaupt Gedanken machen über die Strategie, sollten wir erstmal uns die Frage stellen, haben wir ein Problem? Wie seht ihr das? Haben wir ein Problem? Also die Frage ist jetzt nicht rhetorisch gemeint, ihr dürft tatsächlich ans Mikrofon kommen und sagen, ob wir ein Problem haben oder ob wir kein Problem haben und wir brechen das ab und wenn wir kein Problem haben, können wir auch so weitermachen wie bisher. Also wir haben momentan anscheinend das Problem, dass sich niemand ans Mikro traut. Egal, ob er ja oder nein. Gut, dann... Welches darf man denn nehmen? Okay, ja, bitte. Also ich bin der Meinung, die größten Probleme, die wir haben, sind nicht Dinge, die man wirklich öffentlich auf dem Parteitag besprechen sollte, weil die gehen sehr tiefer, die sind teilweise auch sehr persönlich und die ziehen sich jetzt schon über Jahre, seit ich in dieser Partei Mitglied bin. Und die wirken aber auch auf die, nicht nur nach innen, sondern auch sehr, sehr oft auf die Außendarstellung, mehr oder weniger dann unfreiwillig. Und für die Leute, die da am Boden versuchen, Arbeit zu machen, wie zum Beispiel vorhin wurde das Beispiel Infostand genannt, da muss man sich dann, kriegt man dann Sachen an den Kopf geworfen, für die man nichts kann und auf die man keinen Einfluss hat. Und das war für mich so im Wahlkampf, so auf der Straße mit eins der größten Sachen. Ich will dazu überhaupt auch keine Beispiele geben, nur so, ja, so dieses Ding. Jeder hat es wahrscheinlich auch schon mal erlebt und weiß eigentlich, was ich meine. Ja, könntest du das verallgemeinern, sodass es nicht ins Detail geht? Es ist halt, dass wir zu wenig Einfluss auf unsere Außendarstellung und die Kommunikation nach außen haben, weil ab einem bestimmten Punkt einfach Dinge passieren, die dann für niemanden mehr kontrollierbar sind. Ja, schlechte Kommunikation, schlechte Außendarstellung. Absolut. Vor allen Dingen genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, im Wahlkampf. Und davon hatten wir in Bayern ja einige. Ich glaube, wir haben ein Lost-in-Programm-Problem. Am Anfang hieß es immer, wir haben überhaupt kein Programm. Und dann wurde eins vorgeknallt, was so ziemlich das komplette Universum abdeckt. Also du meinst, wir haben zu viel Programm? Weißt du jeden Punkt? Ich nicht. Nö. Ist ein Problem. Ja, also ich kann im Infostand nicht mehr erzählen, was wir beschlossen haben. Ja, genau, das ist halt ein guter Punkt. Man darf halt den roten Faden dabei nicht verlieren, schlicht und einfach. Also wir haben gewisse Kernpunkte, wie zum Beispiel halt Bürgerbeteiligung vor allem und Schutz von Bürgerrechten, Schutz für Bewachung. Und das sind einfach Sachen, an diesem roten Faden entlang kann man die Programmpunkte ziehen. Wenn wir es schaffen, den Leuten zu erklären, warum wir das machen und wenn die Leute mitkriegen, hey, die Piraten wissen, was sie da machen und es hat einen Zusammenhang, das ist kognitiv irgendwie auf eine Linie zu bringen, dann können wir auch wieder unser Stammpublikum ansprechen und können vor allem auch Wähler zurückgewinnen. Aber wenn wir den Eindruck hinterlassen, dass es halt ein Gemischtwarenladen ist und du halt jeden Punkt versuchst abzudecken, getrieben von der Öffentlichkeit, die sagt, ihr habt kein Programm, dann verlieren wir halt schlicht und einfach Wahlen und das ist das, was passiert ist. Und das sollten wir in den nächsten 2 Jahren halt mal angehen, in Ruhe drüber nachzudenken, also ein bisschen auszumisten im Endeffekt und zu sagen, hey Freunde, wozu können wir uns äußern, wo liegen unsere Kompetenzen und wovon lassen wir einfach mal lieber die Finger, weil wir keine Ahnung haben. Und dann wären wir schon einen guten Schritt weiter, denke ich.
Das, was du ansprichst, würde ich jetzt nennen, wir haben unsere Werte nicht definiert. Also ganz böse, wir besitzen keine Ideologie. Auch wenn das Wort negativ besetzt ist, aber das schweißt Gruppen zusammen. Wir bei den Piraten dürfen es halt nur Werte nennen, aber wir haben unsere Werte nicht definiert, wir haben sie nicht nach innen getragen, wir haben sie auch nicht nach außen getragen und da fehlt dann eben in der Schlussfolgerung der rote Faden im Programm. Und das würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Ich glaube, dass wir sehr wohl eine Ideologie haben und dass wir sehr wohl auch ein Programm haben. Und die Leute, die an diesem Programm die ganze Zeit mitarbeiten und auf den Parteitagen sind, die wissen das auch. Aber wir haben es nicht geschafft, dieses Programm mit seinen Schwerpunkten und vor allen Dingen mit einem roten Faden im Wahlkampf klar zu kommunizieren. Mal ein Beispiel, wir haben in der Europawahl einfach alle programmatischen Anträge, die wir beschlossen hatten, aneinander gepastet, ohne das nochmal redaktionell zu überarbeiten. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass es das Kapitel Netzneutralität dort zweimal gibt. Das versteht nun wirklich keiner, wenn ich ein Programm habe, habe ein Kapitel 13 Netzneutralität, dann habe ich ein Kapitel 17.2 Netzneutralität. Das versteht einfach niemand und das ist das Problem. Wir haben das Programm, was wir beschlossen haben, ganz, ganz schlecht verkauft. Jedenfalls in dem Programmheft. Also du meinst, wir müssen unser Programm besser strukturieren und klar definieren, was sind unsere Kernthemen und was nicht. Und wenn du sagst, wir haben die schon definiert, dann sind die nur implizit definiert, aber nicht explizit ausgeschrieben. Also sowas, was man implizites Wissen nennt. Ein Problem war, dass der Programmentwicklungsprozess hoffnungslos überlastet war. Das heißt, es gab nicht genügend Kapazitäten, Anträge zu verhandeln und sauber durchzustimmen. Es wurde am Ende dann in Neumarkt halt mit Sammelanträgen gearbeitet und jede Menge Text durchgepowert, durchgeknallt. Dann gab es jede Menge Text und dann hat halt eigentlich ein finaler Redaktionsschritt gefehlt, wo man sagt, okay, das ist unser kompletter Programmfundus und daraus machen wir jetzt irgendeine Unterlage, die wir dem Wähler geben, wo auf 1, 2 DIN A4 Seiten halt beschrieben ist, für was will die Piratenpartei sich einsetzen. Weil die ganzen Programmtexte, die auf der Webseite stehen oder im Wiki, die liest kein Wähler. Damit erreichst du die Leute nicht, weil nur die Insider wissen das natürlich. Aber der Wähler, der jetzt sagt, okay, Piratenpartei, ja, der liest sich das ja nicht alles durch. Ja. Man hat es bei der AfD zum Beispiel gesehen, dass die ganz, ganz wenig Texte hatten. Aber diese Texte sind eben viel kompatibler zu Leuten, die sich einfach mal schnell informieren wollen. Ja. Das heißt nicht, dass wir die Texte von denen übernehmen, aber wir müssen unser Programm kürzer und klarer formulieren. Ohne Programm geht es natürlich nicht, weil wir brauchen diese vielen Texte zum Beispiel für die Wahlprüfsteine und für den Wahlomat, weil dafür brauchen wir diese vielen Positionierungen. Und wenn wir das Programm verkaufen, auch im Straßenwahlkampf mit Flyern und mit Broschüren, dann brauchen wir in dem Sinne halt kurze, knappe Sachen, wo irgendwo eine Logik drin ist. Ja, und es ist die Logik Piratikerpolitik haben wir nicht vermitteln können. Also ich wollte das ja auch nur angesprochen haben. Ich bin ganz klar dafür, dass wir eine Ideologie haben. Also ich habe das seit 2009 immer, wenn es gesagt wurde, wir haben keine Ideologie, habe ich immer gesagt, ja, wir wollen noch Open Source, Open Access. Ist das nicht allein schon eine Ideologie? Und da sind ja auch, wir möchten überall Transparenz und auf der anderen Seite möchten wir Datenschutz. Da stecken sehr viele Ideologien im Prinzip drin, aber wir haben sie nicht definiert. Und unsere vielen Neumitglieder ab 2011 nach der Berlin-Wahl haben wir diese Werte nicht definiert. Also wir haben sie nicht transportiert zu den Mitgliedern und sie haben sie auch nicht nach außen transportiert. Wir haben unsere Werte nicht nach außen verkauft. Es gibt zwei Probleme, die ich sehe. Ein Problem ist in beiden Sachen Kommunikation nach außen. Der Wähler kriegt gar nicht mit, wofür wir teilweise stehen. Wir wissen alle, wir wollen es immer perfektionieren. Wir wollen immer das perfekte Programm haben und vergessen vom Vertrieb her, dass wir eigentlich 3 Schlagwörter bräuchten, um den Leuten das zu erklären, nach außen. Und dann haben wir die Kommunikationsproblematik innerparteilich. Anstatt die Kritik jetzt zum Beispiel an den Landesvorstand oder an den Bundesvorstand zu bringen oder an den Bezirksvorstand, wird am liebsten an irgendeinen Blog geschrieben. Ein Blog, was zig Leute erreicht. Anstatt diese 10 Punkte, die da eingebracht werden in so einen Blog, mal in der Landesvorstandssitzung oder in einer Bundesvorstandssitzung einzubringen und zu sagen, wie steht ihr dazu? Das ist auch ein internes Kommunikationsproblem.
Wir beschäftigen uns auf jeden Fall zu sehr mit uns selbst und lernen sehr wenig aus unseren Fehlern, glaube ich. Also sieht man auf jeden Fall nach innen, wenn man schaut, dass wie zum Beispiel mit Konflikten umgegangen wird, es wird selten deeskaliert, sondern wahrscheinlich haben auch einige relativ viel Spaß dann vielleicht noch was dann anzufeuern. Wenn man so an Bombergates oder Ähnliches zurückdenkt, da wurde auch vieles von uns selbst skandalisiert oder von den Mitgliedern. Nach außen merkt man es teilweise in den Kampagnen, bei Wahlkämpfen, wir machen die mehr für die eigene, für uns selbst als für den Wähler oft. Selten wird daraus gelernt. Thüringen war jetzt zum Beispiel klasse, aber sonst kommt sowas selten vor, dass wir daraus lernen. Und das ist sicher ein Punkt, wo wir denken müssen, für wen machen wir eigentlich Politik, für uns oder für die Gesellschaft an sich. Persönlich glaube ich, dass es bei uns mangelt an Sozialkompetenz und das ist auch das, was wir an Infoständen immer uns entgegenschlägt. Also das Bild der Öffentlichkeit ist einfach so, dass wir uns ständig streiten, dass wir ständig miteinander Zoff haben und das soll man jetzt irgendwie ganz transparent lösen. Man wird es nicht transparent lösen, ich glaube eher, dass man es halt immer erstickt und das geht immer so weiter demnächst. Wenn du noch was sagen willst, nur kurz, ich würde dann gerne mit der Präsentation weitermachen. Ja, kurzer Punkt halt, wir sollten eigentlich auch zu so einem Bastler-Ethos wieder zurückfinden. In der Politik ist es einfach so, das ist langwierig, es funktioniert nicht alles, will heißen, von 20 Sachen funktionieren vielleicht zwei. Will heißen, dann müssen wir halt 20 Sachen versuchen. Also dann versuchen wir verschiedene Wege, dann müssen wir mal wieder Demos machen, dann müssen wir einfach mal wieder Pressemitteilungen rausgeben und so. Wenn wir keine 20 Sachen versuchen, können keine zwei Sachen funktionieren. Man darf sie nicht entmutigen lassen, man muss immer wieder was Neues probieren. Dazu müssen wir auch zurückfinden zu dem Ethos und dann geht es uns, glaube ich, auch wieder besser. Also ich finde es gut, dass wir uns da zumindest einig sind, dass wir ein Problem haben oder dass wir sogar mehrere Probleme haben. Das augenfälligste Problem ist erstmal, wenn man sich die Stimmzahlen anschaut. Berlin 2011 8,9, das hat angehalten bis Ende 2012, NRW 7,8 und dann ging es rapide bergab. Wir hatten dann in Niedersachsen 2,1 und dann, ja, sieht das alles, wie das sich entwickelt hat. Und schauen wir mal, was heute Abend rauskommt bei den Wahlen. Wir haben keine Identität der Partei. Also ein bisschen haben wir das jetzt ja schon angesprochen. Also ein großes Problem ist, dass wir selber gar nicht wissen, wer wir sind. Also wir können es noch niemals, und wenn wir selber nicht wissen, wer wir sind, haben wir ein großes Problem bei der innerparteilichen Kommunikation, weil wir uns selber nicht kennen. Ab 2012, als wir unheimlich gewachsen sind, ist das immer diffuser geworden und wir wussten nicht mehr, wie wir uns eigentlich mit identifizieren. Wir haben auch den Neumitgliedern nicht erklärt, wer wir sind und welche Gruppen eigentlich dazugehören sollten. Und der Wähler kann auch nicht uns wählen, wenn er nicht weiß, wen er da wählt. Nämlich man wählt typischerweise kein Programm, sondern man wählt die Werte dahinter. Ich habe es am Infostand selber gemerkt, wenn dann so Fragen gestellt wurden, das waren in der Regel Stellvertreterfragen, weil die Leute wissen wollten, sind das Personen, die da zur Wahl stehen, die mit meinen Werten übereinstimmen, würden die bei zukünftigen Themen so entscheiden, wie ich das auch entscheiden würde. Ja, du hast schon angesprochen, wir haben keinen Markenkern. Genau, also wir haben eben, wie das auch Klaus kurz angesprochen hat, keinen Markenkern. Die Leute wissen nicht, wofür wir stehen. Christoph hat es auch gerade angesprochen. Also wir haben nach 2011 unser Programm immer weiter erweitert, sodass wir selber gar nicht mehr wissen, wofür wir stehen. Und wenn wir am Infostand nicht mehr erklären können, wofür wir stehen, dann wissen es auch nicht die Multiplikatoren und fragen sich dann, wofür wir stehen. Und der Wähler fragte sich dann auch. Genau. Die weiße Verzettelung hast du schon angesprochen. Naja, also ein ganz großes Problem ist unsere Verzettelung. Dass wir eben dann diesen Mythos hatten, diesen Glauben, wir müssten jetzt zu allen irgendwas beschließen und dabei überhaupt gar keinen roten Faden hatten. Also wir verzetteln uns jeden Tag. Also ich finde auch, dass wir heute uns verzettelt haben. Also ich fand es auch interessant, wie Jens gerade auch argumentiert hat, also ich weiß nicht, wie in seine Argumentation der Antrag mit der einen Schienenbahn reingepasst hat, wobei ich bis heute noch nicht weiß, also ob er uns nur getrollt hat. Das habe ich
gegengetrollt, aber. Wir haben daraus ergebend keine definierte Zielgruppe. Klaus hat es auch kurz angesprochen mit der Zielgruppe. Wenn wir selber nicht wissen, wer wir sind, wissen wir auch nicht, wen wir ansprechen. Parteien sind ja auch eine Gruppe, die Interessen vertreten. Also eine typischerweise klar umrissene Interessengemeinschaft, die dann ihre Interessen in Form einer politischen Partei vertreten und dafür eben wirbt. Wir waren bis 2011 wahrgenommen als netzpolitische Bewegung und da war das mit der Zielgruppe viel einfacher. Danach haben wir irgendwie versucht, jeden anzusprechen und haben dabei völlig vergessen, unsere Zielgruppe konkret anzusprechen. Und das ist eben halt ein Problem, wenn man nicht mehr weiß, wen man eigentlich erreichen möchte mit seiner Wahlwerbung. Wir haben keine Strategie. Das ist einer der größeren Probleme, die wir überhaupt haben. Also wenn wir nur Taktik machen und mal hier mal einen Infostand machen, da mal eine Demo, hier machen wir irgendeinen Blog-Eintrag und da machen wir irgendwas. Und es fehlt nicht nur im Wahlprogramm dann der rote Faden, sondern bei den ganzen Taktiken der rote Faden. Es muss oben drüber eine Strategie geben und daraus dann die Taktiken abzuleiten. Wir sind aber eine Partei, die mehr auf Kampagnen setzt, ohne eine Strategie dahinter zu haben, was eher bei Compact irgendwie besser angesiedelt werden würde, weil wir machen ja mittlerweile zu allem irgendwas und deshalb fehlt es ja auch beim Wähler, wofür stehen wir überhaupt. Und wir haben Quantität statt Qualität, Masse statt Klasse. Das haben wir jetzt ja auch bei den ganzen Wahlprogrammen gesehen. Da wird einfach nur nach riesen Textwüsten erzeugt mit allen möglichen Themen, weil wir jetzt irgendwie das Gefühl hatten, wir brauchen jetzt ein Vollprogramm, um überhaupt noch bei den Medien anzukommen, weil die ja immer gefragt haben, ihr habt ja gar kein Programm. Und wir haben dann einfach nur noch auf Quantität gesetzt. Hauptsache, wir beschließen zu irgendeinem Thema irgendwas. Es geht aber auch, wir haben bei den Mitgliedern, wir waren froh darüber, dass die Mitglieder Zahlen in die Höhe gestiegen sind, haben aber nicht drauf geschaut, wer passt eigentlich zu uns, weil wir hatten ja auch gar keine definierte Identität oder wir machen uns das nicht klar. Also haben wir gesagt, ja, jeder, der Politik machen möchte, soll zu uns kommen. Wer irgendwie Programm machen möchte, der soll zu uns kommen und mitmachen. Und dadurch ist das Ganze eben halt weiter aufgedröselt. Und in der Konsequenz haben wir nicht geliefert. Das ist ein Zitat, was mir der Olaf von vor zwei Wochen im Landtag, im Bayerischen Landtag mitgegeben hat, wo ihm gesagt wurde, wir haben nicht geliefert. Und das ist auch so. Also wir haben bei unseren Themen, die wir umsetzen wollten, haben wir ab 2012 nicht mehr geliefert. Auch wenn es heißt, wir haben zu NSA, zu Snowden nichts gemacht, dann ist das richtig. Weil wenn die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, wir haben nichts gemacht, dann ist das so. Das ist die Realität, egal was wir gemacht haben. Wir hatten auch zu Snowden keinerlei Strategie. Wir haben bis heute keine Antwort auf dieses Thema und versuchen dann hier und da irgendwas zu machen. Da wird da irgendeine Aktion wieder gemacht, aber eben halt ohne Strategie. Und wir sind bei der Politik 1.0 gelandet. Das finde ich ein ziemlich großes Problem. Seit 2012 sind wir der Meinung, wir brauchen ein Vollprogramm. Wir müssen beweisen, dass wir zu allem ein Thema haben. Selbst der Bundesbeauftragte für NSA und Snowden hat gesagt, wir müssen unbedingt auch was für Rentenpolitik machen, anstatt dass er eben halt als Beauftragter für das Thema sagt, wir sollten nur noch das Thema machen, weil das gerade erwartet wird von uns. Nee, aber wir haben als Gruppe irgendwie ohne Strategie plötzlich alles machen wollen. Also ohne Plan dahinter. Und dann sind da so Plakate dabei rausgekommen, wo wir dann auch beweisen wollten, ja, wir können jetzt auch einen Anzug tragen. Also das ist wirklich komplett Politik 1.0. Wir haben Plakate, Flyer, wir wollten eigentlich beweisen, ja, wir können die Politik genauso wie die anderen machen. Und selbst im Wahlkampf jetzt hier in Bayern und auch beim Bundestagswahlkampf hat die Presse manchmal gefragt, ja, ich dachte, ihr hängt gar keine Plakate auf, weil ihr ja macht Politik im Internet. Also die Erwartungshaltung, die die Öffentlichkeit nach wie vor von uns hat,
die spiegeln wir überhaupt nicht, sondern wir haben genau das Gegenteil, besonders ab 2012 gemacht. Ja, das war jetzt Teil 1. Haben wir ein Problem? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich... Also, jetzt dürfte auch noch jemand mal wieder ans Mikrofon kommen, ob ich mit meinen Thesen, die ich jetzt gerade an die Wand geworfen habe, ob ich damit völlig richtig liege oder ob es irgendwo euch das treffen würde, was ich gesagt habe. Ja, ich würde euch gerne ein Feedback geben. Zunächst mal, ich finde es sehr gut, dass ihr versucht, die Situation sehr nüchtern zu schildern und dabei euch auch nicht verzettelt. Ich meine, durchaus, ich stimme allerdings nicht in allen Thesen zu. Allerdings, wenn wir eine vernünftige Analyse machen, dann sollten wir auch miteinander ehrlich sein. Und wenn es jetzt beispielsweise bei der Frage, warum haben wir überhaupt ein Vollprogramm aufgestellt, was sich im Nachhinein als ein Fehler erwiesen hat, dann denke ich, es ist nicht damit getan, nur zu sagen, das wäre von uns anders erwartet worden, weil wir eben als eine Partei der Bürgerrechte oder der Netzthemen und dergleichen wahrgenommen werden. Sondern aus meiner Sicht war einer der Gründe, warum wir ein Vollprogramm aufgestellt haben, weil wir getrieben wurden. Wir wurden getrieben von den Medien und wir wurden von einer Erwartungshaltung getrieben. Wir haben uns aber treiben lassen. Oder treiben lassen. Und jetzt möchte ich aber noch die weitere Frage stellen. Warum haben wir uns treiben lassen? Und ich wage jetzt mal die provokante These, dass die Piraten in der politischen Landschaft in Deutschland, zumindest damals, unter einem Minderwertigkeitskomplex gelitten haben. Sie wollten mitspielen und sie wollten gefallen und sie wollten professionell auftreten. Und dabei haben sie verloren, wofür sie sich gegründet haben und was sie für ein Bewusstsein haben. Und genau dahin müssen wir wieder zurückkommen und uns fragen, was macht uns eigentlich aus? Und insofern widerspreche ich dezidiert eurer Auffassung, dass wir keine Identität haben. Wir haben eine. Die ganzen Ausführungen zur Professionalisierung, denen stimme ich zu. Aber ich denke, dass ein Großteil der Probleme durch zwei Dinge in den Griff bekommen werden kann. Erstens, das ist die Frage der Kommunikation. Die Kommunikation wiederum spaltet sich in zwei Dinge auf. Es geht bei der Arbeit, bei einer programmatischen Arbeit und bei einer politischen Arbeit geht es darum, zielorientiert zu arbeiten, nicht vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Und auch hier wage ich eine weitere provokante These und ich bemühe mich jeden Tag, mich daran zu messen. Jeder Mensch hat zu allen Themen eine Meinung und die wenigsten haben eine Ahnung. Ich bemühe mich in den Punkten, wo ich eine Meinung habe, erstmal meine Klappe zu halten und zuzuhören. Es gelingt mir auch in der Piratenpartei nicht immer, aber das sollten wir tun. Das Zweite, das ist, dass wir durchaus pluralistisch sein können im Hinblick auf programmatische Ansätze. Ich denke, man kann in der jetzigen Phase programmatisch alles abdecken und kann es auch intern diskutieren und dann eben schauen, was rauskommt. Aber, und da haben wir, glaube ich, ein Problem, es bedarf gerade aufgrund der offenen Kommunikationsstrukturen eines Konsenses über die Art und Weise der Kommunikation. Oder ich möchte es noch schärfer formulieren, wir müssen uns diesem Konsens unterwerfen. Nur wenn wir diesen kommunikativen Konsens haben, können wir konstruktiv und kontrovers in der Sache streiten. Das ist aus meiner Sicht strategisch gesehen die größte Herausforderung für die Piratenpartei. Also ich finde es super, dass du mir auf jeden Fall widersprichst, weil ich stelle ja Thesen und möchte eine Antithese, damit wir zu einer Synthese und mal zu einer Theorie kommen. Das ist eigentlich das Ziel und das möchte ich eigentlich hier nur anstoßen, um Leute zu finden, die eben halt mit uns zusammen an weiteren Strategien arbeiten, weil das ist unheimlich notwendig. Nehme ich das, okay. Ich habe mich so an den Pro und Contra orientiert, egal. Erstmal danke, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt und das mal angeschaut habt. Ich bin auch eher geteilter Meinung. Bei einigen Punkten kann ich euch zustimmen. Bei anderen Punkten schüttle ich den Kopf. Insbesondere auch das, was Bim angesprochen hatte, der Markenkern, den haben wir sehr wohl. Meiner Meinung nach ist das eindeutig der Teil der Bürgerrechte, für den wir stehen, aus dem wir gekommen sind und den wir eigentlich auch immer noch in uns tragen. Das Problem ist allerdings, dass wir das nicht rübergebracht kriegen. Wir sind nicht in der Lage, diesen Markenkern, das haben wir noch nie geschafft. Ja, das ist das Problem. Wenn wir einen Markenkern haben, aber nicht transportieren, haben wir keinen.
Doch, wir haben ihn, wir können ihn nicht kommunizieren. Der Markenkern ist nur drin, ihn sieht man nur von draußen nicht. Der Markenkern muss nicht sichtbar sein, um da zu sein. Aber die Darstellung ist das Problem. Die Wahrnehmung der unserer Wähler ist das Problem, die wir nicht in der Form beeinflussen, wie wir es gerne wollen. Das heißt, wenn ich irgendwas mache zum Bürgerrechten, hilft es nicht, wenn ich das tue. Ich muss es auch kommunizieren. Und da kommen wir zum zweiten Problem, was wir haben. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Geschichte, die Kommunikation. Die Kommunikation nicht nur miteinander, die teilweise katastrophal ist, sondern vor allem auch die Kommunikation nach draußen. Was wir momentan tun ist, oder getan haben für eine lange Zeit ist, dass wir diese Offenheit mit Beliebigkeit gleichgesetzt haben. Wenn ich offen für Diskussionen bin, wenn ich offen für die Mitarbeit bin, heißt es nicht, dass ich beliebig bin und es heißt auch nicht, dass beliebig jeder alles im Namen der Piratenpartei sagen und tun kann. Und genau das ist das Problem, was wir in der Vergangenheit hatten, dass sich jeder Hans Wurst hinstellen konnte und im Namen der Piratenpartei irgendwas von sich geben konnte. Das wurde dann von der Presse natürlich dankend aufgenommen und verwurstelt. Und das Ergebnis haben wir jetzt, dass wir erstens beliebig sind, also der Markenkern nicht sichtbar ist, und dass wir einen Shitstorm und eine Katastrophe nach der anderen am Hacken hatten, weil irgendwelche Leute irgendwelchen Mist erklärt haben. Ich erinnere nur daran, dass wir auch hier in Regensburg den Spaß hatten, dass irgendein Beisitzer, der im Nebenbeilaufen gewählt wurde, irgendwelchen Blödsinn an den Spiegel erzählt hat und ich dann rotiert bin, um das wieder einigermaßen gerade zu biegen, weil es eben ja plötzlich auf Bundesebene gelandet war und kein Mensch damit rechnen konnte, dass das irgendwelche solche Kreise zieht. Also das ist unser Problem meiner Meinung nach. Die fehlende Kommunikation und eben die fehlende Besinnung darauf, wer eigentlich was kommunizieren sollte. Wir können intern gerne herzlich streiten. Super. Wir können sehr viele verschiedene Meinungen irgendwie teilen oder auch nicht. Und hinterher sollten wir aber dann in der Lage sein, eine Position nach außen zu vertreten und nicht tausend. Genau, das ist ja das Problem mit der fehlenden Strategie. Ja, ich stimme dem Thoralf zu, so von seinen Aussagen, die er jetzt geführt hat. Aber ich hätte noch eine Frage an dich gehabt, Thoralf. Also jetzt nicht ohne Kritik, bloß mal um es zu reflektieren. Du bist sicher gefragt worden, für was setzen sich Piraten ein? Und hast du geantwortet, für eure Bürgerrechte? So als Reflexion. Und das ist dieser Kern. Also der Kern, wenn man sowas transportieren will, heißt, man muss es penetrieren und man muss es vereinfachen. Und da haben wir auch noch ein Problem drin. Wir müssen versuchen, keine identische Sprache zu finden, aber eine gemeinsame Sprache. Ich glaube auch, dass wir einen Markenkern haben, und zwar einen sehr deutlichen und einen sehr prägnanten. Und das ist die internationale Piratenbewegung, ist unsere Netzpolitik. Nur wir haben es halt nicht geliebt und wir lieben es halt nicht. Wir müssen halt, faktisch ist es so, wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt ein offenes Internet, wir haben die offene Kommunikation und wir müssen lernen, mit dieser offenen Kommunikation umzugehen. Und wenn jemand glaubt, das ist dann ein Fehler in der Kommunikation, vielleicht ist es doch besser, wenn das Internet und alles nicht so offen ist, sondern wir kanalisieren alles, moderieren alles, schauen alles, dass es wunderschöne enge Kanäle gibt, dann ist es halt nicht das Abbild und das ist dann nicht mehr unser Markenkern. Und auch andere Themen, also wie jetzt, ich kann alle Themen zurückführen auf unseren Markenkern. Also ich kann auch hergehen und kann sagen, wenn ich jetzt da eine Bahn München rausbaue oder wenn ich sonst irgendwas mache, das kann man alles irgendwie fast auf Markenkern, diese Freiheit und diese Vielfalt, das kann man fast alles reduzieren. Und es ist nur nicht gelungen, eben diese anderen Themen klarzumachen, dass das auf unserem Markenkern beruht und dass wir für diese Offenheit und für diese Freiheit sind. Und im Augenblick bewegen wir uns halt dazu, dass wir diese Realität gar nicht mehr anerkennen wollen, sondern wir wollen sagen, wir wollen halt keine Mailinglisten mehr benutzen, haben andere auch schon nicht genutzt. Das gleiche Problem haben wir wirklich, also Redakteure in Zeitungen, dass da Leute Kommentare reinschreiben, das ist Realität. Wir müssen mit dieser Realität leben und das ist unser Piratenkonzept. Wenn wir mehrmals bei dem Markenkern sind, also ich verstehe es nicht, wie zum Beispiel eben halt ein Antrag zu einer Schienenbahn irgendwas mit Markenkern zu tun haben könnte. Also du hast jetzt auch was gesagt, ja, du hast sehr, sehr viele Worte gebraucht und du kannst es unter diesem Kern freiheitliche Bürgerrechte zusammenfassen, weil das subsumiert es. Ja, und nochmal, es ist wichtig, also wenn wir das so wollen, dass wir auch solche Begriffe penetrieren. Bürgerrechte, Freiheit, freiheitliche Bürgerrechte. Und ich glaube, dann wird sich früher oder später sowas entwickeln.
die Subsumierung ist wichtig. Wodurch kann ich das zusammenfassen? Wo ist dieser rote Faden? Und wir haben tatsächlich diesen roten Faden der freiheitlichen Bürgerrechte in unserer Programmatik. Also auf deine Frage nochmal kurz eingehen, mit dieser Bahn, das klingt erst völlig abwegig, aber es ist so, wir möchten ja auch, dass Menschen sich bewegen, dass sie also auch Fortbewegungsmittel, dass sie Transportmittel frei benutzen können und dass sie schnell von einem Ort zum anderen kommen, wie eben Informationen, Daten und alles ausgetauscht ist. Also es ist alles nur eine Frage, wie man es richtig darstellt. Also wir brauchen eine Position zum Pferdekutschentransport. Das habe ich nicht gesagt, nur es gibt manchmal einfach aktuelle Themen. Natürlich haben wir einen bestimmten Magenkern, aber es gelingt uns zum Beispiel nicht, wenn jetzt, also in unserem Kreis, wenn ich zum Beispiel nehme, in unserem Kreis sind die Persönlichkeitsrechte von einem CSU-Abgeordneten verletzt worden. Jetzt könnte man selbst als Piratenpartei sagen, das sind Persönlichkeitsrechte, jetzt springe ich mal von der CSU bei und damit bin ich aber auch in der Presse mit einem ganzseitigen Artikel. Und das fehlt. Das Thema Markenkern ist ganz offensichtlich sehr wichtig. Und ich möchte dazu nur eins sagen, ein Markenkern, den keiner kennt, ist keiner. Wir haben, und Olaf, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, dass wir kein Marketing machen. Wir müssen Marketing machen, allerdings, wir wollen nichts verkaufen. Aber doch. Marketing ist eine ganz wichtige Tätigkeit für uns. Wir sind keine Verkäufer. Aber kein doch. Verkauf. Wir sind beim Marketing und nicht im Vertrieb. Olaf, benutze auch ein Mikrofon, sonst hört dich doch keiner. Und auf jeden Fall, einige Leute hier glauben, dass es reicht, einen Markenkern, den keiner kennt, zu haben. Und das können wir vergessen. Wir brauchen den Markenkern und für mich ist das die Bürgerrechtspartei des 21. Jahrhunderts. Mit all den technischen Möglichkeiten, die unsere Rechte bedrohen, wir müssen uns dagegen wehren. Gut. Andi, das andere Mikro ist offen. Ich möchte die Diskussion ein bisschen einsteigen. Erstens, Olaf, wir verkaufen ein Produkt. Doch, wir verkaufen ein Produkt. Das Produkt nennt sich unsere Idee, unsere politische Vision. Das muss kein physikalisches Produkt sein, was man für 5,99 Euro kaufen kann, aber das ist unser Produkt. Das ist unsere Rechtfertigung, dass wir hier da sind. Das ist unser Produkt, was wir in die Welt hinaustragen. Und genau das müssen wir verkaufen. Marketing ohne Produkt ist zwecklos. Was willst du machen? Marketingmäßig machen. Aber wir haben ein Produkt, wir haben eben genau diese Vision. Und deswegen finde ich es so doof, wenn man sagt, wir haben ja gar kein Produkt, weil das würde heißen, wir haben gar keine politische Vision, wir haben gar keine Vorstellung, was wir machen wollen, was die Gesellschaft machen soll. Wir wissen es einfach nicht und nehmen das mal so lethargisch zur Kenntnis und uns gibt es halt einfach so, weil wir so toll sind oder keine Ahnung. Und das ist meines Erachtens halt Punkt, wenn man über Strategie redet, dann muss man sich schon fragen, was ist das Produkt, was ich verkaufen will? Und Produkt muss an der Stelle natürlich die politische Strategie, die politische Vision sein und nicht 5,99 Euro Supermarkt. Okay. Dürfen wir das jetzt mal abbrechen, weil wir zum nächsten Punkt kommen? Wir haben einen Moment noch. Ich habe gerade gemerkt, dass es einen Unterschied durchaus macht, ob man allgemein sprachlich einen Begriff einführt oder ob man ausgeht von bestimmten belegten Begriffen aus der Wissenschaft beispielsweise. Im Vertrieb gibt es einen Marketingmix. Da gibt es zwei, drei wichtige Säulen, Heiligen, die also alles bis ins kleinste Detail für die Kunden definiert haben und für das Unternehmen, das ein Produkt betreibt. In diesem Sinne möchte ich nicht Politik verkaufen. Das, was im allgemeinen Sprachgebrauch unter Marketing verstanden wird, da kann ich dir zustimmen, da sind wir auf einer Seite. Ich sehe mich aber nicht als Produktverkäufer, zum Beispiel eines WLAN-Kabels. Ich vertreibe dann sozusagen im allgemeinen Sprachgebrauch die Idee des freien WLANs, aber nicht das Kabel selbst. Und insofern bin ich kein Vertriebler, sondern ein Politiker. Danke. Ja, okay. Wir würden das jetzt
gerne abbrechen. Das ist eine wichtige Diskussion, aber die können wir dann auch später woanders weiterführen. Wir haben nämlich noch ein paar andere Punkte, nämlich schon der zweite Punkt, wer sind wir denn? Und da würde ich jetzt erstmal ein Video abspielen, wie wir wahrgenommen werden. Oder wurden. Wurden. Die Piraten kommen, besonders originell. Die Piraten kommen ist das zugegebenermaßen nicht, aber sie haben nicht nur das Berliner Abgeordnetenhaus mit 9% der Stimmen erobert, viel schlimmer noch, sie haben auch die Medien erobert. Denn die Medien sind Teil des politischen Establishments und da kamen die Piraten bisher nicht vor. Alle Redaktionen sind überrascht, sie haben keinen Piratenredakteur, das muss jetzt meistens der Redakteur der Grünen nebenbei mitmachen. Mich persönlich freut das Auftreten der Piraten. Ich teile nicht die Kritik, dass die Piraten nicht immer ganz genau wissen, wie sich eine Million von einer Milliarde unterscheidet. Warum ich glaube, dass wir die Piraten brauchen, ist, weil sie ein Lebensgefühl, einen Lebensstil repräsentieren. Einen Lebensstil, der sonst politisch nicht aufgegriffen wird. Parteien sind nicht nur Inhaltsvertreter. Parteien repräsentieren immer einen Lebensstil. Auch die SPD repräsentiert einen Lebensstil, allerdings einen Lebensstil, wie er sich vor ungefähr 150 Jahren herausgebildet hat. Das war der Lebensstil der Industriearbeiter, der ein Leben anders als bis dahin der Menschen auf den Bauernhöfen eben geprägt war. Durch Industriearbeit, durch Schmutz, durch Ausbeutung, durch Maschinen und durch einen geregelten Arbeitstag, der mindestens 8 Stunden betrug. Also dieser Lebensstil, der sich fortsetzt, nicht nur im Verdienen, sondern auch im Wohnen, im Miteinander umgehen, im sozialen Verhalten. So einen Lebensstil bilden Parteien ab. Auch die Grünen haben einen Lebensstil abgebildet, den der Alt-68er. Mittlerweile kommen einem ja die Grünen ein bisschen alt vor. Sie kommen einem, oder jedenfalls mir vor, wie der Sozialkundelehrer, den ich schon in meiner Abiturklasse irgendwie nicht ausstehen konnte. Ein Mecker-App. Ein Lebensstil, der sich eigentlich eher überholt hat, weil es etwas Neues gibt. Und bei den Piraten gefällt mir, dass sie sich sehr mit Technik auseinandersetzen. Denn der Lebensstil der Grünen, so wie sie ihn repräsentiert haben, war eigentlich ein technikfeindlicher Lebensstil. Noch in den 80ern durfte kein Computer ins Büro der Grünen. Und diese Tradition hat sich fortgesetzt. Wir leben in einer scheinökologischen Welt, in der der technische Fortschritt keine Rolle spielen darf, weil er irgendetwas verändern kann. Der Lebensstil der Piraten dagegen ist eben der, der geprägt ist durchs Internet, in dem kann man Beziehungen aufbauen, einkaufen, arbeiten, Geld verdienen, Geld ausgeben. Eigentlich fast alle Phänomene unseres Alltags bilden sich längst im Internet ab. Und es ist typisch, dass als Reaktion auf die Piraten manche Parteien einen Internetarbeitskreis gegründet haben. Ich kann nur sagen, willkommen in der Gegenwart. Ich finde das ganz wichtig, was der Herr Tischi hier sagt. Wir haben nämlich vorhin auch wieder nur über Programm geredet und dass unser Programm irgendwie nicht richtig transportiert wurde. Aber wir haben selber nicht verstanden, dass Parteien auch ein gewisses Lebensgefühl transportieren oder dass die Menschen sich identifizieren möchten mit dieser Partei. Wenn sie selber ein gewisses Lebensgefühl haben, möchten sie, dass auch diese Partei ein gewisses Lebensgefühl repräsentiert, dass ich dann auch wählen kann, weil ich mich dieser Gruppe angehörig fühle. Und das haben wir bisher noch nie aufgegriffen und wenn, dann war das nur Zufall. Genau, jetzt sollten wir mal anschauen, wer wir sind. Wir sind Nerds, Geeks, Freaks. Ich glaube, das ergibt sich von selbst. Also auch hier auf dem Parteitag habe ich davon genügend wieder gesehen. Technikaffin, technikbegeistert, internetaffin. Ich glaube, die Laptops, die bestätigen das hier wieder. Geocacher, Freifunker, OpenStreetMapper. Auch diese Gruppen habe ich bei den Piraten kennengelernt und sprechen wir nach außen hin auch an. Und wenn ich eben auch zu Stammtischen und zu Treffen dieser Gruppen gehe, treffe ich dort auch regelmäßig Piraten. Wir sind Open-Source-Nutzer. Das ist, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, eine Ideologie bei uns. Wir setzen Open-Source vor Closed-Source ein. Wir sind Datenschützer und wir sind Bürgerrechtler. Das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und die haben wir eben halt auch bei uns verbunden
Wir haben natürlich auch in anderen Parteien diese Leute gehabt und die sind zu uns gekommen. Wir sind Rebellen. Das ist das, was ich hier oftmals feststelle, dass die Piraten eben halt ein sehr rebellisches Volk sind. Besserwisser? Das stelle ich bei jedem Antrag fest, dass eben halt einer es immer besser wissen will wie der andere. Und auf Mailinglisten ist es das noch schlimmer. Also es geht meistens immer nur darum, dass der eine es besser weiß als der andere. Und das finde ich, das ist irgendwie piratisch, wenn jemand es besser wissen will. Und Neinsager. Das ist so das Typische, was ich auch bei Piraten sehe, dass Piraten in erster Linie erstmal Nein sagen. Die sind recht skeptisch und bevor sie sich nicht genügend mit etwas beschäftigt haben, sagen sie tendenziell Nein. Auch wenn ihr zu meinen Thesen in erster Linie Nein sagt, bestätigt ihr meine These. Wenn ihr Ja sagt, dann bin ich auch zufrieden. Zusammengefasst sind wir Individualisten. Ja, also das ist das, was, wenn ich mir mein Pad, was ich mal vor über einem Jahr angelegt habe, als ich angefangen habe, mal diese Partei zu analysieren, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir eine Gruppe von Individualisten sind. Wir sind keine homogene Gruppe, aber wenn ich uns alle anschaue, dann sind wir alles Individualisten. Oder man kann es auch noch weiter auf die Spitze treiben. Wir sprechen Randgruppen an, wir sind eine Ansammlung von ganz vielen Randgruppen. Also Nerds sind Randgruppen, die Geeks sind Randgruppen, Geocacher sind Randgruppen, ob das Gothic-Fans sind, ob das Science-Fiction-Fans sind, es sind alles irgendeiner Gesellschaft Randgruppen. Außenseiter, kurz zusammengefasst. Und wenn ich es ganz provokant auf den Punkt bringe, und da hoffe ich, dass auch einige widersprechen, sind wir eine Partei der Außenseiter. Wir sind die, die meistens nirgendwo richtig angekommen sind. Wir sind die, die beim Sport vielleicht nicht mitgemacht haben oder am Rand gesessen sind. Also deshalb gleich den nächsten Clip. Ich weiß nicht, ob ihr die Werbung erkannt habt, aber wir haben sie jetzt abgebrochen. Dieser Clip, der gerade im Fernsehen läuft, trifft es relativ genau, was wir eigentlich als Partei für Mitglieder sind und was wir in der Mehrzahl draußen noch angesprochen haben. Ich habe dazu dann auch eine These und die würde ich gerne noch rüberbringen, bevor wir das Ganze wieder abbrechen. Genau. Also, da wir eine Partei der Außenseiter sind, sind wir sozial unangepasst. Den Punkt hatten wir schon. Also Außenseiter sind meistens Außenseiter, weil sie nicht angepasst sind und mit dem sozial angepasst irgendwelche Probleme haben. Wir haben uns ja selber auch oft genug als Kellerkinder bezeichnet und wir müssen einfach mal ehrlich zu uns sein, das sind wir auch und deshalb haben wir mit dem Sozialen ein Problem. Deshalb haben wir eine Mobbing, hat jeder für sich eine Mobbing-Erfahrung? Und wenn man wie wir es gerade im Clip gesehen haben, Mobbing erlebt hat, dann gibt man auch diese Erfahrung, die man selber erlebt hat, auch weiter. Und wenn ich mir die Mailinglisten und Twitter anschaue, dann passiert genau das. Dort wird gemobbt, weil man wahrscheinlich selber auch schon mal gemobbt wurde. Auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass die meisten hier dieses Gefühl des Mobbings selber kennen und wenn, dann haben sie es bei den Piraten kennengelernt. Wir haben die Randgruppen bei uns. Also wir sind eine Partei, nicht nur der Außenseiter. Und wir sprechen viele Randgruppen an. Das ergibt auch ein Problem. Wir haben nämlich nicht definiert, für welche Randgruppen wir tatsächlich da sein sollen. Wir haben 2009 schon das Problem gehabt, dass viele Rechtsextremisten gemeint haben, wir wären jetzt irgendwie auch die Partei für sie. Wir haben jetzt in den letzten Monaten gemerkt,
jetzt mit der Antifa-Bewegung innerhalb der Piraten, dass auch die Linksextremen bei uns irgendwie an Bord gekommen sind. Also weil wir eine Partei der Randgruppen sind, ziehen wir auch alle möglichen Gruppen, die Randgruppen sind, auch wenn sie selber nicht so empfinden, aber ziehen wir an. Und das Problem daraus entsteht, dass wir dann eben halt auch Gruppen anziehen, die wir eigentlich nicht in dieser Partei haben möchten. Deshalb müssen wir unser Profil selber schärfen und es auch nach außen rüberbringen, wer wir sind, welche Identität wir haben. Ja. Aber wir hatten auch Erfolge als Partei. Ja, jetzt die Frage, ob wir das weitermachen. Ist halt die Frage, ja. Machen wir weiter oder? Also unsere Chefin möchte irgendwie Schluss machen. Gut. Also, wir sind ja auch fast kaum noch Leute. Ja. Wir haben einen Geoantrag auf Meinungsbild. Das Meinungsbild soll wahrscheinlich heißen, ob die Jungs weitermachen sollen oder nicht. Ganz konkret, geh ruhig an dem Mikrofon. Ist offen. Wir sind jetzt zwar noch relativ wenig Leute, aber ich habe den Eindruck, dass einige schon sehr interessiert sind. Wir haben in der Tagesordnung stehen, dass der Landesparteitag um 18 Uhr enden soll, anschließend mit der Live-Übertragung der Wahlprognosen. Auch angesichts der Wichtigkeit dieses Themas bitte ich um ein Meinungsbild, ob wir entsprechend der Tagesordnung den LPT um 18 Uhr schließen sollen oder jetzt schon. 17:17 Uhr. Also das Meinungsbild bedeutet, soll der LPT um 18 Uhr geschlossen werden? Das kann ich dir anbieten, aber nicht eine Oder-Frage. Danke für das Angebot. Gegenangebot nehme ich gerne an. Gut. Also, sollen wir um 18 Uhr genau schließen? Bitte jetzt abstimmen. Ich teile mit, dass es durchwachsen ist. Also da machen wir das nur ganz kurz. Wir machen jetzt auch keine Diskussion an der Stelle. Ich präsentiere jetzt einfach nur meine letzte These. Was war der Grund für den Erfolg in Berlin mit 8,9%? Berlin? Also, wir haben ja auch einiges im Pad gesammelt. Und normalerweise wollten wir das auch gern vorstellen, was eure Ideen waren, aber wir ziehen jetzt einfach mal kurz durch, was meine These ist. Also Berlin, könnte man sagen, ist eine coole Stadt. Ist eine Stadt der Vielfalt und zieht Individualisten an, wie wir selber bei den Piraten sind. Genau, und meine These ist ja, wir sind eine Partei der Individualisten. Und Berlin als Hauptstadt zieht eben halt sehr viele Individualisten an. Auch es ist eine Großstadt mit dem höchsten Ausländeranteil. Ausländer sind auch Randgruppen in der Gesellschaft. Und eben halt die Individualisten fühlen sich auch dort in Berlin schön, also fühlen sich dort heimisch. Das sieht man auch, wie individuell Berlin teilweise gestaltet ist. Ob das mit dem Graffiti immer so schön ist, weiß man nicht. Aber auch Selbstständige oder Gründer von Unternehmen zieht es oftmals nach Berlin, weil es das Gefühl vermittelt, dass es eine Stadt der Individualisten ist. Genau, und in Berlin gibt es keine der stark ausgeprägten Wahltraditionen, wie zum Beispiel in Bayern. Deshalb war Berlin 2011 für die Piraten ein positives Pflaster, weil wir eben halt keine Traditionen haben, wie jetzt in Bayern mit der CSU oder auch in Baden-Württemberg mit der schwarz-gelben Regierung, die jetzt abgewählt wurde. Aber da gab es eben halt über Jahre die Tradition, in Berlin gab es diese nicht. Es war einfach ein positives Pflaster. Genau. Was dazu geführt hat, dass wir teilweise eben halt immer 1 Prozentpunkt über dem Bundesdurchschnitt in Berlin lagen. Genau, dann kam die Finanzkrise. Als Ausgangslage für die Wahl in Berlin haben wir eben eine Finanzkrise gehabt, die dazu geführt hat, dass die Bevölkerung mit der Politik nicht mehr konform gegangen ist. Also sie hatte Angst,
Und auch, dass so viel Geld an die Banken geflossen ist. Das war einfach eine Stimmung, die Bürger wurden sauer. Ich habe mal ein paar Bilder zusammengestellt, was dieses Gefühl widerspiegelt. Ob es jetzt eben halt die 99% sind, Occupy-Bewegung, Stuttgart 21, die Medien haben getitelt Wutbürger. Das war die Stimmung 2011. Und man hat einen Sündenbock gesucht? Den Sündenbock haben die Medien bei der FDP gefunden, obwohl diese in den letzten Jahren überhaupt nicht an der Regierung war. Es war aber so, dass eben die Ideologie, für die die FDP identifiziert wird, eben halt dieser offene Wirtschafts-, also die Neoliberalität, die die FDP widerspiegelt. Also dieses, man könnte jetzt wieder sagen, das Lebensgefühl, und das hat man abgestraft, weil man mit der Finanzkrise, das fand man eben halt nicht gut und war dann die FDP eben der Sündenbock für die Finanzkrise. Genau, und dann wurden die Medien in den Keller geschrieben, FDP in die den Keller. Die FDP hat die Medien haben die FDP in den Keller geschrieben, also jetzt eben im konkreten Wahlkampf in Berlin, sodass dann die FDP mit den Piraten zusammen in den Umfragen ungefähr gleich auf gewesen sind. Also wir haben jetzt eben halt in den Medien, die Medien haben einen Sparringspartner gesucht. Also sie haben die FDP als Sündenbock ausgemacht und jetzt brauchte man einen Sparringspartner, der eben halt dann herhalten konnte, um eben auf gleicher Ebene dastehen zu können. Genau. Und die Piraten waren keine neue Partei, sondern sie waren vorher schon in 6 Wahlen angetreten. Ja, die Medien haben jetzt eben gesehen, also deshalb der Gedanke dahinter ist, wir waren eben halt kontinuierlich bei den letzten Wahlen dabei, deshalb haben wir uns auch als Sparringspartner angeboten für die Medien. Das haben wir natürlich nie so gedacht, aber für die Medien hat es sich so angeboten. Und es ist eben halt kein Erfolg der Berliner konkret, sondern als Partei an sich. Und die Medien haben dann die Piraten gepusht, weil die Piraten ideologisch relativ nahe an der FDP waren, auch eine Partei der Freiheit. Und nachdem die FDP abgewirtschaftet hatte, waren die Piraten die Richtigen, um nach oben geschrieben zu werden. Man hat sich Rosinen aus dem Programm herausgepickt oder aus der sogenannten Wahlkampfstrategie, die keine war. Also es hätte genügend gegeben, wo die Medien negativ über die Piraten hätten schreiben können. Sie hätten auch schreiben können, jetzt sind die Piraten 6-mal angetreten, haben immer nur 2% maximal bekommen. Und trotzdem haben die Medien sich die Rosinen rausgepickt bei den Piraten, weil sie einen Sparringspartner für die FDP brauchten, die sie ja niedergeschrieben haben. Die Erkenntnis daraus ist, Wahlen ohne Medien kann man nicht gewinnen. Und was ich als These in den Raum werfen möchte, ist, dass es einfach eine Welle zu diesem Zeitpunkt gab, die nicht von den Piraten ausgelöst wurde. Wir hatten vorhin das Bild mit den Wutbürgern. Ausgelöst durch die Occupy-Bewegung, Finanzkrise, wir hatten die Demonstration um Stuttgart 21. Das war einfach eine Welle, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Und zufälligerweise hatten die Piraten in Berlin ihr Boot in die Welle gestellt und dadurch hat die Welle das Boot getragen. Obwohl der Landesverband in Berlin total zerstritten war 2011, wenn man sich das selber angeschaut hat oder das mitbekommen hat. Also die wollten ja kurzfristig gar nicht mehr zur Wahl antreten. Also die haben es ja beinahe, haben sie ja alles hingeworfen, weil sie so zerstritten gewesen sind. Trotzdem haben wir damals von der Stimmung profitiert. Und es war Zufall, dass die Piraten 8,9% hatten und nicht 2% wie bei den Wahlen zuvor. Also das, was ich hiermit auslösen möchte, ist Demut. Wir müssen Demut üben. Nicht wir sind diejenigen, die 2011 eine Welle ausgelöst haben, sondern die Welle kam woanders her. Wenn wir diese Erfolge wiederholen wollen,
dann können wir nicht nach Berlin schauen, was haben die denn richtig gemacht, weil das, was dort passiert ist, war zum größten Teil Zufall. Das Ergebnis mit den 8,9 haben wir als gesamte Partei ein wenig beeinflusst. Aber der Auslöser sind nicht wir gewesen. Wir haben nicht die Welle ausgelöst. Und deshalb müssen wir uns in Zukunft fragen, sind wir in der Lage, eine Welle auszulösen, auf der wir dann unser kleines Schiffchen Piratenpartei treiben lassen können. Genau. Wir haben Ursache und Wirkung verwechselt. Das muss man sich eben halt auch vor Augen führen. Also wo ist die Ursache und wo ist die Wirkung? Es ist schon beeindruckend, wie die Piraten im Saarland quasi ohne Programm und prominente Köpfe aus dem Stand auf 7,4% kamen und nach nur 80 Tagen Wahlkampf in den Landtag segelten. Zu den Gründen dieses Erfolgs schrieb heute auf unserer Facebook-Seite ein User: Die Piraten machen deutlich, was hier im Staate los ist. Man wählt lieber eine Partei, die von vornherein sagt, wir haben weder eine Lösung noch ein Rezept, aber wir wollen ehrlich sein, statt einer Partei die Stimme zu geben, die die Leute belügt und nur Interessen von 1-3% der Wählerschaft vertritt. Mit dieser neuen Ehrlichkeit haben die Piraten es nun schon in ein zweites Landesparlament geschafft. Doch reicht es auch, um möglicherweise den Sprung in den Bundestag zu meistern 2013? Matthias Deiß über politische Neulinge, die sich auch heute in Berlin an politische Rituale nicht gewöhnen wollten. Nach den Ergebnissen von gestern die altbekannten Parteien in Berlin heute mit einem altbekannten Ritual. Man dankt dem Spitzenkandidaten und dem Landesverband. Wir danken dir und der saarländischen SPD. Und erklärt, dass die eigene Partei unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis der eigentliche Wahlgewinner ist. Wir sind sehr froh. Auf den ersten Blick völlig anders, die Piraten. Nach dem Jubel vom Abend hieß es heute Morgen, keine offiziellen Termine der Bundesspitze. Nach der Wahl ist vor der Wahl, man will den nächsten Landtag entern und hängte heute in Schleswig-Holstein fleißig Plakate. In den Umfragen sind wir bei 5-7%. Also ich sehe von daher, glaube ich schon, dass das wiederholbar ist und dass wir auf jeden Fall Chancen haben hier in Schleswig-Holstein. Das Konzept ist immer dasselbe und es funktioniert. Nach Berlin und dem Saarland, nun bald auch im hohen Norden. Die Piraten versprechen mehr Inhalt, ohne sich inhaltlich festzulegen und sind genau deshalb so erfolgreich, sagen Experten. Solange sich die Piraten inhaltlich abseits ihrer Kernthemen nicht allzu stark positionieren, können sie als Projektionsfläche dienen und so eben die Stimmen von CDU-Wählern bis Linkspartei-Wählern anziehen. Und deswegen ist es strategisch gar nicht unklug, sich jetzt noch nicht inhaltlich zu positionieren. Der zweite Erfolgsfaktor, der Pirat gibt sich anders. Volksnäher, uneitler, weniger an Posten interessiert. Welche andere Partei hat schon einen Bundesvorsitzenden, der sich am Tag nach der Wahl schon nicht mehr an das genaue Ergebnis erinnern kann? 7,4% waren es? 7,4%. Am Nachmittag gaben die Piraten nämlich, genau wie alle anderen Parteien zuvor, ganz spontan doch noch eine Pressekonferenz. Trotz des Erfolgs hieß es dort, wolle man anders bleiben und nicht so werden wie die anderen. Wir sehen, dass weiter die Parteien sich intern abschotten, dass sie ihre Arbeitsprozesse abschotten, dass Abgeordnete sich gegenüber dem Rest der Menschen abschotten. Eine Botschaft, die den Piraten nützt, der politischen Kultur im Land aber auf die Dauer nicht unbedingt, mahnen Experten. Ich halte es für ein Problem für die politische Kultur, dass die Piraten mit ihrem Eindruck, den sie zu erwecken versuchen, also sie sind die einzige Partei, die sich um die Menschen kümmert, während die anderen Parteien sich sozusagen vom Volk abgehoben haben. Dadurch erhöhen die Piraten die ohnehin vorhandene Politikerverdrossenheit oder Parteienverdrossenheit. Klar machen zum Ändern, was in Berlin und im Saarland passierte, könnte im Mai auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gelingen. Konkurrenz schafft es bisher jedenfalls nicht, den Piraten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Piraten weiterhin auf Erfolgskurs. Dazu jetzt ein Kommentar von Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk. Was denn nun? Politische Eintagsfliegen oder Neugestalter? Die Piraten werden analysiert, in Statistiken gegossen und benotet und dennoch nicht verstanden. Aus meiner Sicht passiert hier etwas, das größer ist als die Frage, ob die Piraten anderen Parteien Stimmen abjagen oder zu wie vielen sie in die Landtage einziehen. Was politisch ist, was relevant ist, was Veränderungen bringt, diese Fragen werden neu belebt. Die Neulinge bieten eine längst überfällige Sauerstoffkur für die müde gewordene Demokratie an. Die Piraten nutzen die Kraft der Netzöffentlichkeit, frei, von gleich zu gleich und unbefangen zu diskutieren.
Sie setzen auf Schwarmintelligenz. Sie finden Widerspruch gesund. Sie simulieren nicht den politischen Dialog, sie führen ihn. Ziemlich herzhaft, oft hundertstimmig und manchmal durchgeknallt. Deswegen, Ihr Politikstil verdient mehr Aufmerksamkeit als der Goldrausch bei den Wahlergebnissen. Der Wunsch, wiedererkennbare Köpfe und verlässliche Positionen von den Piraten präsentiert zu bekommen, ist nicht altmodisch, sondern eine Herausforderung. Weil Menschen weiterhin vieles langsam und persönlich diskutieren und entscheiden wollen. Und nicht nur hyperaktiv im Netz bei Twitter, Facebook und Co. Die wesentliche Frage also, können die Piraten ihren Stil in die analoge Welt von Wahlen und Parlamenten übersetzen? Ich vermute ja, wenn sie nicht vor lauter Erfolg vergessen, eine Bewegung zu sein. Geerdet und dennoch zum Abheben bereit, großer Anspruch. Aber Piraten nutzen ja den Wind. Deswegen ist es notwendig, dass wir uns mal darüber wieder Gedanken machen. Und deswegen, von Olaf bereits angesprochen, Donnerstag nach der LAFO-Sitzung in Mambel würden wir gerne ein Orga-Treffen zur Strategie durchführen und dann offline wirklich diskutieren wollen. Also da geht es jetzt hauptsächlich erstmal darum, einen Termin zu finden, wann wir eben halt über diese Themen weiter sprechen. Und ich möchte alle dazu einladen, die sich strategisch mit uns unterhalten möchten, eben halt nach der LAFO-Sitzung dabei zu sein, damit wir dort einen Termin finden können und in Zukunft dann mehr davon. Vielen Dank. Ich hoffe, das hat einige ein bisschen aufgewühlt, auch dazu gebracht, mitzumachen in dieser Strategie.